Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TFT League of Legends. Letztes Mal wurden wir bisschen auf dem Bobbes gehauen. Also ich habe versucht, die Kombination von Fernkämpfern und vor allen Dingen Kindred und Keil zu machen, aber das war zu spät, als wir die bekommen haben. Jetzt werden wir mal schauen, was es noch so gibt. Naja, Lucian gibt's. Und Vayne gibt's. Ich mach das eigentlich hier beim Kreisel meistens so, dass ich eher auf die Champions gehe, die man am Anfang auch bekommt. Da bekommt man, dann hat man eine höhere Chance, wirklich frühe Level 2er zu bekommen. Und die sind ja schon deutlich stärker als jetzt die Level 1er. So, kein Item. Kein Problem, kein Problem. Das mache ich auch so. Mit links. Mal schauen. Ja, zweimal Nobel. Ups. Passt. Und was gehen die anderen? Assassine. Shen. Der ist AFK. Okay, Wild. Shapeshifter. Darius. Auch Wild. Okay. Crawler. Mal schauen. Ach komm. Aha. Ja, nein. Das ist eher weniger gut. Das ist auch eher weniger gut. Abgesehen davon, dass ich halt den anderen jetzt die Dariusse wegnehmen. Was hat der geholt? Nochmal zwei Nidalees. Okay, Darius. Okay, K6. Der hat nix. Ganz leer. Wie heißen die? Waffentypen. Oh, der hat einmal das nicht. Was? Der hat das einmal nicht geschafft? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das ist auch nicht so schlecht. Das ist aber besser. Was geben die beiden? Schnell mal Handy. Hier ist Level 3. Level 1. 2? Fuck. Achso. Guardians Angel. Könnte man natürlich auch überlegen. Angel auf ihn. Machen wir mal. Nee. Nee, 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 nee. Weil den da will ich auf. Auf den Damage Dealer drauf. So, das hatten wir gewinnen durch ihn. Und er hatte kein Level 2er leider. Aber er hatte gut gezogen. Ja, das ist nicht schlecht. Also die Kombis sind halt nicht so der Burner. Deswegen hebt er sie auf, aber trotzdem später dürfte er gefährlich werden. So, hier haben wir leider nichts, was uns interessiert. Deswegen schauen wir mal, was die anderen nehmen. Der geht wirklich voll auf Wild. Der ganz länger. Okay, der weiß noch nicht wirklich, was er will. Der kauft auch erstmal alles. Ah, Dämonen. Ah ja. Okay. Ah, wir gegen den Wild. Noble gegen Wild.
Ey, lass meine Vayne in Ruhe. Boah, der Damage war gut. Verdammt. K6 ist schon not bad, not bad. So, Level up, das ist gut. Jetzt können wir hier den da machen, dann haben wir hier auch Ritter. 20 abgeblockter Schaden. Sehr gut. Sehr geil. Wir könnten ihnen auch ein bisschen mehr Schaden geben. Oder der Vayne. Einen von den beiden werde ich halt dann später austauschen. Ah, das ist der Dämon-Typi. Der verbrennt mein Mana. Was auch sehr stark sein kann. Also vor allen Dingen gegen Zauberer. Zauberer-Teams. Damit hat mich ja auch einer beim dritten Match. Habe ich ja versucht, Zauberer zu machen. Also Zaubermeister hat super geklappt, bis einer auf Dämonen gegangen ist. Und alle meine. Also ich konnte einfach nicht mal Spells casten. Das war ein bisschen nervig. Hat mich dann auch besiegt. Gut. Auf was gehen wir denn? Die Tränen sind natürlich super. Eine Träne weg. Okay, dann nehme ich den. Weil der ist sehr attraktiv für den Whiteling. Aber ich glaube, der Whiteling war schon dran. Mal schauen. Warte. Nee. Uiuiui, okay. Verkaufen. Ari. Und den Rest sparen wir. Gut, die beiden, was machen die? Aha. Die beiden sind auch sehr gut. Die beiden sind echt gut. Das heißt, er kann sehr viel schneller zaubern. Also er flutscht dann die ganze Zeit drunten so rum. Und Lucian ist sowieso richtig gut, um so Stunts wie zum Beispiel von Leona auszuweichen. Oder den Spell von. Ja, allgemein. Also er kann halt super gut dodgen. Und das ist auch sehr stark. Gut, Level 3. Das ist super. Ich tausche die mal. Ne, Morde haben wir dieses Mal nicht. Auf was gehen wir denn eigentlich? Wir haben halt noch nicht wirklich irgendwas safe. Ein bisschen blöd. Dann machen wir mal ein Level. Der ist schon Level up. Der hat auch ein Imperial genommen. Und ganz einen ganzen Revolverhelm. Wie heißt das auf Englisch nochmal? Oh. Weiß ich jetzt nicht. Okay. Jetzt müssen wir gewinnen. Jetzt müssen wir draufbleiben, weil sonst wird die Siegessträhne kaputt gemacht. So, Darius, das sehe ich. Ich glaube, den machen wir nicht auf Level 3. Dämon, Assassine, Ritter. Wir können mal versuchen, dieses Mal auf
auf Elementar zu gehen. Ah, so, ja. Ich war Level 5. Und da kommt ein Schwert geflogen. Und noch eins? Nein, natürlich nicht. Aber wenigstens ein Schwert ist schon was. Ist schon mal was. Wieso ist die Vayne so klein? Level 3. Uiuiui. Der hat schon Level 3er Warwick. Ist auch sehr, sehr stark. Ich tausche die mal aus. Da hat halt einen Buff für sich alleine. Quasi. Nochmal Rain. Jetzt schon Kindred. Dann mache ich die so. Dann habe ich ja nämlich hier Bogenschützen Update. Dann kann ich den eigentlich wegtun. Wobei, dann habe ich keinen Noble Buff mehr. Das ist jetzt schwer. Wenn ich... Aber ich kann den da... Doch. Ich kann den... Nochmal Rain. Ari. Ich kann den verkaufen. Dann tue ich den nochmal rein. Und dann gebe ich die ganzen Items ihr. So. Das ist doch was. Okay. Weil dann greifst du ihn nämlich viel schneller an. Vor allem halt auch mit dem. Und dann schütze ich ihn. Was auch sehr wichtig ist. Ich kann die aber ein bisschen weiter vor tun, damit sie auch wirklich jeden dann schützt. Zweites Mal Ulti. Sehr gut. Das ist super. Das läuft gerade sehr gut. Vayne. Ich brauche noch einmal Vayne. Uiuiuiuiuiui. Autsch-Zeit. Autsch. Gut. Ja, dann machen wir Level. Und dann sparen wir. Wir haben gerade Siegessträhne plus 2, das ist gut. Aber noch zu wenig Gesamteinkommen. Ja, wir müssen über 30 kommen. Über 50. Na, das ist der Wald. Der ist gefährlich mit den Assassinen. Der ist ja gleiche Punktzahl wie ich. Aber natürlich bin ich der Letzte, wenn es hier reingeht. So, Kindred ist natürlich sehr attraktiv für uns. Vayne nicht mehr, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Also, Nummer 1 ist Kindred, Nummer 2 sind Items. Also, Akali, die beiden. Aber bis ich dran bin, sind die beiden weg. Genau. Dann, was ist das nächste Item? Vielleicht ist er Kindred, der ja, bis ich dran bin, noch da. Sie ist doch da! Super. Nice. Das ist gut. So, dann holen wir uns den da und sparen. Einfach sparen, einfach sparen. Warte, was gibt das Schwert und
Ah, Blutdürster. Super. Wenn die quasi verbunden werden, kommt hier und da ein Blutdürster raus. Das ist, ja. Gerne. Draven. Und eine Katharina in meinen Rücken. Ulti, 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 schnell, schnell, schnell. Ah, zu spät. Na, der wird uns wahrscheinlich besiegen. Es sei denn, das Ulti kommt jetzt. Super. Okay. Sehr schön. Yes. Alter, gerade läuft's. Es läuft. Gut, Siegessträhne plus 3. Gut, dann machen wir so. Und tun noch die da rein, oder? Hm, warum nicht? Oder ein Ritter. Wurde vom Winter gestellt. Nee. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ah, sie macht Eis, okay. Die Ash brauche ich auch noch. Das war knapp. Gerade läuft's. Total. Davon brauchen wir eigentlich nichts wirklich. Weil auf Elementar, Zauberermeister und Bestie. Weil der Bestie ist ja doch das mit den Geschwindigkeiten, ja. Aber darauf gehe ich eigentlich jetzt auch nicht. Nee, wir sparen total. Genau, nächstes Mal kommen wir genau auf 50. Das ist gut. Läuft. Da kommt Guardian raus. Aus dem Bein und hier Dornenpanzer. Hm. Na, da brauchen wir nichts. Das passt. Wir können auch hier den Garen Guardian geben. Dann bekomme ich ein Schild von 200 auf jeden. Auf jeden, Mann! Das ist gut. Okay. Oh, hallo. Der ist gut. Hat er zum Glück gestanden. Ja. Ah, verdammt. Die Kindred, wie die abgeht. Ulti, Ulti, Ulti. Alter, echt jetzt. Also es ist ein Unentschieden. Ja, ich hätte gewonnen. Krass. Krass, 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 krass. So, wir haben ein bisschen Kohle. Ja. Lux brauchen wir eigentlich echt nicht. Leona ist gut. Leona ist sehr gut. Sechu aber auch. Gut. Wir brauchen Garen noch. Wir brauchen Garen. Der ist volle Kanne auf Dämon. Ja, der darf hier nicht rangehen. Er darf hier nicht rankommen.
Sonst habe ich kein Ulti. Schnell, Ulti, Ulti, Ulti. Ah, Ulti, schnell, schnell, schnell. Schnell. Aha, oh, gut. Sie hat es noch geschafft. Aber sie bekommt kein Mana mehr. Hat doch, jetzt schon. Das ist auch wieder, also meine Vayne braucht mehr Damage. Oh Gott. Das habe ich gar nicht gesehen, dass ich den damit jetzt vernichtet habe. Ich brauche Garen. 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 Varus ist auch. Garen? Nein. Gibt's noch Garen? Oh, der hat. Oh man, der hat auch Garen. Das verlieren wir. Das verlieren wir. Gegen das Mittelfeld. Komm schon, Ulti, schnell, schnell. Uff. Ah, jetzt bist du rausgegangen. Aber der hatte 3 Level 3, ja. Uiuiui. Ich bin immer noch ganz oben. Was ist interessant für uns? Dida? Für Attack Speed? Und die beiden. Und der da. Mal schauen, was übrig bleibt. Eine Clickart? Genau. Weil die gibt also goldene geben 4 Gold, glaube ich. Oder 5? 5 Gold. Und das ist ganz gut. Und dann habe ich das Item. So. Verkaufen. Dann bekommst du das. Ja, das ist auch nicht schlecht. Garen. Varus. Garen. Garen. Ich brauche noch einen. Ah, da ist sie ja. Super. Gut, wir können noch einige Male verlieren. Das ist ganz gut. Okay, wir brauchen noch ein einziges Mal Garen. Einmal Garen. Ja, das verlieren wir auch. So, Garen, 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 Kindred, tschüss, Kindred, Garen, Garen, nee, kein Garen, der hat den bekommen, der hat den Garen bekommen, boah, so ein Schlawiner, gibt's nur, ich weiß es gar nicht, gab's nur, oh nein, ich habe vergessen, die Ash rein zu guten tun. Oh. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist auch sehr ärgerlich, dass die das eingefroren haben. Ja, das sollten wir gewinnen. Man geht doch nicht raus aus Ulti. Aus dem Ulti. Ah, oh, der hat's überlebt. Mit 1 HP. Okay. Ich brauch Garen. Come on. Give it to me. Nope. 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 Eine Ash. Warte.
Ja, dann, da haben wir ja noch Zeit. Gut, also die da verkaufen wir. Tun eine Ash rein. Die Asche wäre auch, auch super, wenn die nochmal Level 2 werden würde. Dann können wir denen eins vor, Kindred auch eins vor und Ash ganz hinten. Dabei jetzt bitte ein paar Items. Ja. Okay, nochmal nachschauen. Also. Das da gibt Glacial. Oh. Eins vor, eins vor, eins vor. Super. Genau, also die beiden geben. Nee, die beiden geben Glacial. Ist auch sehr attraktiv. Genau, die da gegen Sorcerer. Und dann muss ich noch mal kurz schauen, was. Oh, der macht mich jetzt fertig. Was die beiden anderen zusammen machen. Also, ja, Spellburn. Oh nee, ich mache ihn fertig. Super. Gut. Da brauchen wir niemand. Garen. Bam. GG. Gut, Glacial. Brauchen wir irgendjemand? Als Glacial. Wäre halt praktischer, wenn es jemand. Ich könnte ihn als Glacial machen. Dann habe ich hier auch den 20% Chance auf Betäuben. Der hat vier goldene. Vier Dreier. Perfekter Sulti. Aber eingefroren. Autsch. Den haben wir das letzte Mal besiegt. Sechu. Sechu. Gut, hier brauchen wir nichts. 9 Sekunden. Okay. Kindred werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr als ja, Level 3 bekommen. Den besiegen wir. Der hat zwar auch Eis, aber wir haben besseres Eis. Beziehungsweise wir haben eine bessere Frontline. Und eine bessere Backline. Okay, jetzt 2 gegen 2. Da ist meine Keil. Aber die werde ich nicht bekommen. Die holt er sich. Nein, holt er nicht. Die holt er sich. Holt er nicht. Holt er nicht. Holt er nicht. Ich habe eine Keil. Und es ist nicht zu spät. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ich gebe jetzt alles aus für sie. Ganze Economy ist weg, aber das war wichtig.
dass ich die Combo bekomme. Und sie wird gleich ausgenockt. Aber jetzt habe ich halt das Ulti. Das Ulti Nummer 1. Also sie kann. Ah, sie hat den geultiert. Ah. Ah, zweimal Level, nicht Level, sondern Leben. So, nochmal Kindred. Varus. Ich weiß nicht, ob ich den verkaufen soll. Weil der da braucht den. Dann hat er Level. Dann hat er einen Level 3er Darius. Deswegen behalte ich den mal. Wir sollten jetzt. Ah, gegen. Ja, der hat auch Level 3er Darius. Das wird jetzt interessant. Komm, Ulti. Super. Ulti 2. Super. Die geht zu weit nach oben für mich. Ah, das ist auch gut. Die Kindred sollte unten bleiben. Schön verteilen. Der macht sehr viel Damage auf jeden. Also im fetten Umkreis. Ne? Ich glaube, ich glaube, ich tausche dann ein bisschen. Also Kindred, wenn die hier steht, geht sie dann nach oben. Oh man, kein Item. Ein bisschen wenig. Ich tausche die nicht, weil falls jemand hier hingeht, ist das nicht so günstig für mich. Wenn ich dann umgestellt habe. Kindred. Egal, unten ist das halt jetzt offen. Das könnte sein. Ja. Ulti, Ulti. Schnell. Fuck. Nein. Wow, das war knapp. Ah, wenn die Kindred ihr Ulti durchgebracht hätte. Oh, verdammt. Nein! Oh, du. Nicht bald. Okay. Nochmal gegen ihn. Wenn er jetzt nochmal gewinnt, stelle ich mich hier hin. Aber eigentlich müsste er gewinnen. Ja, sein Ulti ist schneller als meins. Super. Doch nicht raus aus dem. Ja. Boah. Close. Sehr close. Oh Gott.
bekomme eine Level 3. Kindred. Ist das geil. Das ist nice. Maximales Leben ist. Ja. 900. So, ich glaube, jetzt habe ich ihn aber. Wie knapp war das denn bitte? Wie knapp war das denn? Okay, Kindred habe ich. Die brauche ich nicht nochmal. Boah, das war ultra knapp. Okay, er geht auf Eis. Auf Eis. Level 3 Kindred Ultra. Na, dann machen wir mal hier. So, 1 gegen 1 gegen ihn. Wie stellt er sich auf? So stellt er sich auf. Ah, das war zu spät. Okay, das verliere ich jetzt. Na, das war viel zu spät. Kai kommt auch nach vorne. Hey, das gewinne ich. Wow, cool. Ja, Kindred ist OP. Also, ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ja, cool. Bis dann.